Ja, herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4. Überraschung, wir haben einen tollen Sound, alles funktioniert, außer der Kommentar. Ja, ich hatte vergessen, das Mikro einzuschalten, wie tragisch. Nächstes Mal läuft es dann vernünftig, also komplett vernünftig, wo wir jetzt schon den Sound vom Spiel wieder vernünftig haben. Und wir gehen einfach mal ins Loch, was sich wieder einmal verändert hat, und es hört sich an, als würden Kinderstimmen in diesem Loch sein. Also wollen wir da durch? Ja. Ja, okay, da kommt schon mal aus unserer Laufrichtung, glaube ich. Moment, falscher Knopf. Falscher Knopf. Umdrehen so, mit R2, L2. Ja, aus der Laufrichtung kommen Stimmen, aber wir checken mal alle Türen ab. Logischerweise. Und wir probieren auch nochmal den Schlag aus, damit wir uns sicher sind, dass das auch alles funktioniert. Vorsicht ist ja immer die Mutter der Porzellankiste. So, hier haben wir noch eine Tür. Und da bekommen wir schon mal Munition. Und oh, da ist wer lang gegangen. Sah so aus. Graffiti still looks like. Ja, das Graffiti sieht immer noch aus, wie als hätte es ein Kind geschrieben. Ich werde beobachtet von der Mitte des Raumes aus. Also von dem Fenster da oben. Vielleicht. Da stand ja auch eben gerade. Ja, stimmt, da ist ja auch wer weggegangen, der Schatten. So, und der ist dann immer noch am Kakeelen. Das wird sich auch mal wieder einblenden, der Text. Und was haben wir hier? Wenn wir dann. Na. So. Ja, eine Notiz. Die da auf dem Boden liegt. Was sagt die Notiz denn? Na? Stehen geblieben? Das sieht so aus, ne? Oder auch nicht. Zum Glück, ich bin endlich entkommen aus der Zelle. Ich habe mich dazu entschieden, einen vorsichtigen Blick in diesem Gebäude zu machen. Der verängstigendste Ort ist der erste Flur im Keller. Da ist eine Küche im Nordosten und daneben eine Todeszelle im Nordwesten. Um dahin zu kommen, musst du den Code die richtigen Nummern in das Tastaturfeld einhämmern. Bedauerlicherweise ist es zu dunkel, um zu sehen, um die Tastatur überhaupt zu sehen. Also bin ich nicht reingegangen. Gut. Ihr müsst euch jetzt leider damit begnügen, dass ich manche Texte vielleicht ein bisschen schneller runterrattere, als ich sie dann im Original gelesen habe. Ich muss, wie gesagt, die Stimmaufnahme, die war kaputt. Deswegen müssen wir diese Folge hier nochmal nachsprechen. Versperrt, ja. Ja, Kollege. Müssen wir mal gucken, ne? Ob wir dich da rauskriegen irgendwann, irgendwie. So, wieder ein neuer Raum. Hier gibt es aber offensichtlich nichts. Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. So, die haben wir wieder nicht offen. Aber wir hätten noch diese Tür hier. Wollen wir da mal reingucken?
Oh, da geht's wieder ins Apartment, aber hier haben wir erstmal noch eine Notiz an der Wand hängen. Um in die Beobachtungsräume zu kommen, in der Mitte des Komplexes, musst du die Leichenentsorgungsschächte in den Zellen benutzen. Wie auch immer, ist der erste und der zweite Flur verbunden. Diese Zellen sind verschlossen, sodass die Kinder sie nicht entdecken können. Ach so, nee, im ersten Flur, ja, die beiden, also im ersten und im zweiten Flur sind die Zellen verschlossen. So. Da steht nicht, dass die zusammenführen. Könnten wir aber drauf schließen. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Ich lese es auf Englisch und auf Deutsch, deswegen sind die Zeiten immer so. Also, du musst in den ersten Flur von den Zellen aus im dritten Flur. Ich weiß, das zu schaffen ist ein richtiger, wird richtig schmerzhaft, wahrscheinlich fallen. Also, die Lichter funktionieren nur im dritten Flur. Ja, also, it's a really pain. Damit meint er das wahrscheinlich, dass du dich ins Loch fallen lassen musst, um dann im nächsten Raum auf den Boden zu krachen, was ja wahrscheinlich für die Beine nicht so schön ist. Gut, dann geht's erstmal zurück. Wir nehmen jedes Loch mit, wie immer. Ist, glaube ich, auch das Ratsamste. Nicht, dass ich hier der Profi in dem Spiel bin, aber ich glaube, es ist das Ratsamste. Ich versuche jetzt mal dran zu denken, dass ich das Englisch vorher vorlese, wie ich es eigentlich normalerweise auch mache. So, was haben wir hier? Ich vernehme schon mal ein Rauschen. Und dann gehen wir doch mal in unsere Relaxation-Gemächer. Und der Fernseher ist an. I don't remember turning this on. Ja, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich das angelassen habe oder angeschaltet habe. Und da sehen wir doch schon, auf dem Boden liegt auch wieder was. Ja, was fürs Notizbuch. Lately, I've been feeling like my life is in serious danger. I've been through a lot of my life, but I've never felt this kind of pure animal fear. Ja, zuletzt war mein Leben in Gefahr. Und ich bin in meinem Leben, habe ich eine Menge Sachen durchgemacht, aber ich habe niemals diese animalische Angst empfunden. Diese pure animalische Angst. In case something happens to me, I've decided to write down what I've learned for whoever you are that is living in the apartment now. Ja, nur für den Fall, dass mir was passiert, habe ich entschieden, alles niederzuschreiben, was ich gelernt habe, für wer auch immer in diesem Apartment nach mir leben wird, sozusagen. I've been investigating the mass murder that took place 7 years ago, in which 10 people were killed in 10 days. They were killed in a variety of ways, but the one thing they had in common was that each corpse had the following numbers in order of their death carved into them. Ja, also er hat die Massenmörderfalle, die vor 7 Jahren passiert sind, untersucht und den 10 Menschen in 10 Tagen getötet wurden, alle auf verschiedene Weise. Und eine Sache hatten diese ganzen toten Körper halt gemeinsam. Sie hatten die Reihenfolge ihrer Tode in den Körper geritzt. Da kommen wir dann später auch noch zu. So, du darfst blättern. Gut, die Zahlen, genau, hier die Zahlen habe ich natürlich nicht vorgelesen. Was auch eingeritzt war in ihre Körper, war der Name des Mörders halt, den wir vielleicht ja noch erfahren werden im Verlaufe des Spiels. So, ich bin natürlich jetzt, wenn wir da mal vorlesen und übersetzen, ein bisschen hektischer wie als wenn ich spiele. Ja, sein Name war Walter Sullivan. So, das war auf dem 4. April. Ich bin da natürlich jetzt ein bisschen nervöser, weil ich Angst habe, dass ich irgendwo zu langsam lese oder
zu langsam das übersetze und das Schriftstück dann weg ist. Deswegen wird das jetzt ein bisschen holperig, aber ich gebe mein Bestes. So, da haben wir die gute Schnalle, bei der wir immer noch auf einen Klamottenwechsel warten, aber hier passiert anscheinend nichts. Sie liest ein Buch oder eine Zeitung oder sowas, aber es scheint nichts zu passieren. Ich kann euch raten, ihr könntet es theoretisch mal eine Minute noch weiterlaufen lassen, vielleicht würde etwas passieren, das weiß man leider immer nicht. Ist sehr cool gemacht, was das angeht, finde ich. Gut, wir gehen erstmal wieder ins Loch. Gut. So. Jetzt haben wir die linke Tür. Wir können aber kurz nochmal rausgehen und gucken, ob die ist zu, also verschlossen. Dann wollen wir mal hier weiterlaufen. Oh, das ist nicht so gut gelaufen. Oh, da war ich auch wieder ein bisschen voreilig. Frage, wo uns das Ding hier nochmal hinführt. Also ich weiß, wo es hinführt, aber ich muss ein bisschen so tun, als wenn ich es jetzt nicht wüsste. Gestern wusste ich es halt nicht. So, jetzt gehen wir dem erstmal in den Bau. So. Und weil wir nicht wollen, dass diese Viecher jedes Mal uns zu Tode nerven, hier diese Gänge eilen müssen oder gehen müssen, kloppt man die einfach erstmal alle tot. Könnt ihr hier an der Stelle ziemlich gut machen, viel besser als auf den Rolltreppen logischerweise, weil sich nichts bewegt. Stellt euch immer seitlich neben die, macht einen schönen Ausholschlag und dann kloppt er die so zu Tode. Also du kannst leider im tatsächlichen Kampf kannst du mit dem Schlag nichts anfangen. Und der war auch nochmal. Da er zu lange dauert und auch das Ausholen zu lange dauert, das kannst du halt nur gegen so, naja, Gegner nutzen, die halt so feststecken. Oder, ja, ich kann ja sagen, die stecken fest, ne? Die stecken ja dran. Also die nicht sehr bewegungsfähig sind. Schön. Gut. Dann haben wir die erstmal weg, aber wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal zurück oder so. Ne, wir gehen runter. Hier sind sie natürlich wahrscheinlich auch, oder wir hören sie. Ne, wir hören sie wahrscheinlich einfach nur von oben, die restlichen. Hier haben wir keine, ja. Aber hier haben wir irgendwas. Ein Saint Medallion. Also ein Heiligen Medaillon. Can be equipped along with a weapon and the spirit effects while held, but will eventually break. Also es ist ein. Kann man mit der Waffe zusammen benutzen und es hat einen Anti-Magie, ja, sagen wir einfach mal Geister- oder Magie-Effekt, kann aber kaputt gehen. Wofür es auch immer von Nutzen ist, das weiß ich nicht mehr, das müssen wir uns nachlesen. Wir werden es jetzt zunächst erstmal nicht benutzen, das ist klar. So, jetzt sind wir, oh ja, genau. Ja, hier werden wir wieder meinen geliebten Zweitlieblingsinsekten begegnen, auch in der Realität. Die werden wir auch alle platt machen. Da reicht mir schon der Grund, dass sie mich nerven. Und dass es massiv viele gibt in dem Level hier, was natürlich ein bisschen auch klar ist, weil es ist ja ein, naja, ist ja quasi wie so ein Wasserturm und da klar Feuchtigkeit und all so ein Kram, wahrscheinlich teilweise auch Hitze. Da fühlen sich natürlich Insekten wohl. So, die haben wir ja gut eliminiert, die braucht man nicht mal mehr platt treten. Aber auch hier, wie gesagt, wollen wir, weil ich nicht weiß, ob man hier später nochmal hinkommt in den Raum. Boah, der war gut, wa? Das ist viel.
Jo. Zack, weg damit. Weil ich nicht weiß, ob wir hier später auch nochmal herkommen. Und wir haben ja im Moment noch das Gute an dem Spiel. Ist ja, dass wir aktuell noch, wenn wir in unser Apartment kommen, kriegen wir ja, wie ihr es bestimmt gemerkt habt, unsere Energieleiste mal wieder voll aufgeladen. Also man verliert schnell viel Energie. Sieht man ja auch nach den Treffern da, die wir jetzt abgekriegt haben, da die zwei von der Hand und dann nochmal die Mücke. Was haben wir hier? Das ist ein Schlüssel. Nehmen wir den? Ja, natürlich. Das ist der Wasser Gefängnisschlüssel. Und das Gute ist jetzt, wenn es denn funktionieren würde. So, wir haben hier erstmal was zu lesen. To turn on the lights on the third floor, cells turn this water wheel. Remember that the water must flow in the direction of the water wheel, of course. You also have to open the sluice gate on the roof. Also, um die Lichter im dritten Flur anzustellen, musst du das Wasserrad in Bewegung setzen. Erinnere dich aber daran, dass das Wasser in die Richtung des Wasserrads fließen muss. Und natürlich, dass du das Schleusentor auf dem Dach öffnen musst, aufdrehen musst. Gut. Gott, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Stand da noch was? Nee, ich glaube nicht, ne? Das war, glaube ich, nur der Hinweis. So, was können wir hier? Können wir hier rein? Sieht aus wie so ein Pumpenraum. Und da hinten haben wir schon mal wieder das Zeichen an der Wand. Und was ist das für ein Schlitz? Kann ich nicht öffnen. Nee, ich kann es nicht weit öffnen, okay. Meint ihr jetzt diesen Schlitz vor uns oder war das ein Tor? Ja, und der Transformierer funktioniert nicht. Also ist dieser Raum wahrscheinlich nicht von Nutzen für uns. Tja, dann geht's ab. Wir hatten ja noch gesehen, da war ja noch ein Loch. Das nehmen wir natürlich standardmäßig wieder mit. Wie gesagt, ich kann noch nicht sehen, dass das, wenn wir jetzt nicht gerade einen Speedrun machen, von Vorteil ist, diese Löcher auszulassen, allein storymäßig, weil es passiert halt wirklich viel, das muss man sagen bei dem Spiel hier. Es ist viel, viel Gerätsel, was man sich da machen muss, dadurch, dass man halt hier und da und zurück und vorwärts und sowas kann. Aber wie gesagt, wie ich finde, es lohnt sich. Das sehr, sehr gut gemacht, das Spiel. So, jetzt gucken wir hier mal durch. Da haben wir den alten Mann. Ich vergesse mal, wer es war, ob das nur ein Nachbar war oder ob das der Hausmeister war. Wir werden jetzt ein paar mehrere Kerle vor der Tür gesehen und Frauen natürlich auch, aber ja, er ist schon interessiert an der Tür, ne? Am Apartment irgendwie. Passiert doch was? Ne, geht nur weiter, okay. Ja, ich möchte gar nicht wissen, also, wie viele Sequenzen es da insgesamt gibt. Ich möchte es gar nicht wissen. So. Sie liest immer noch ihr Heft. Ist wahrscheinlich ein längeres Buch und wir können endlich mal wieder speichern. So. Jetzt können wir auch den Spielstand, den ich gestern schon mal probiert hatte. Das ist jetzt quasi, könnte sagen, mit dem Nachkommentar ist mein dritter Versuch. Ich hatte das nämlich schon mal aufgenommen. Oder nee, einen Teil davon aufgenommen. Was ich jetzt heute in der Session mache und hatte vergessen, das Mikro einzuschalten. Ach nee, Quatsch, nee. Die Aufnahme ging nicht.
Ich hatte schon gespielt, aber die Aufnahme ging nicht so. Und jetzt ist es genau umgekehrt, die Aufnahme funktioniert. Also der Sound ist einwandfrei und wir hatten vergessen, das Mikro anzuschalten. So, ja. Also quasi Versuch Nummer 2,5. Denn ich werde hier weiterspielen, als ich es da gemacht habe. So, und mit diesem Schlüssel können wir jetzt natürlich erstmal wieder was bewegen, ein wenig Fortschritt schaffen. So, jetzt gehen wir hoch. Ich muss immer so ein bisschen ausprobieren, also die Wege, auch wenn ich da jetzt das einmal schon gemacht hatte, die weiß ich nicht, das ist immer, ich hatte es da auch noch nicht richtig gemacht. Ich habe das dann gestern mir hier so zurechtgefunkelt während der Aufnahme. So, jetzt sind wir wieder ganz oben. Jetzt hatten wir hier, war das ganz oben das, wo die Viecher kamen? Das sieht nicht so aus, ne? Doch. Ja, aber nicht mit uns. Hier gibt es nämlich einen vor den behinderten Rüssel. Ja. Da musste ich quasi schon, muss ein bisschen früher aufstehen. Ja. Genau. Schön kaputt machen. Wie gesagt, alles, was ihr zerstört, das ist dann wie bei den meisten Silent Hill Spielen so, das kommt auch nicht wieder. Innerhalb der Level. So, was macht er jetzt? Geht da hoch? Ich glaube, er sucht das Dach. Ich glaube. Da kann man auch, glaube ich, halbwegs gut hin. Indem man sich... Jetzt kommt es mir gerade vor, als wenn wir abwärts laufen, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, wir machen das richtig. Wollen diese Leiter nicht, die geht runter, aber hier gibt es noch mal einen nach oben, das ist schön. Oder mach ich doch falsch? Ah, okay, der Schlüssel, den konnten wir hier einsetzen, sehr schön. Ja, dann geht es jetzt strikt nach oben. Obwohl ich eigentlich noch was nachschauen würde, aber das können wir dann auch machen. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Auch sehr geil. Geile Atmosphäre hier, finde ich. Diesen Tower hier mit dem Nebel und... Genau, und hier hatten wir ja schon, wie in dem Hinweis, wie der Hinweis gesagt hat, haben wir hier jetzt natürlich das Schleusentor zu öffnen. Das Ventils, um das Schleusentor zu öffnen, so. Ja, wenn das dann auch noch annimmt, danke. Und das Wasser plätschert. Was ja dann was in Gang gesetzt hat. Nämlich Bewegung im Gebäude, Energie. Sprich Licht. Was haben wir hier noch für eine Tür? Die konnten wir nicht von der anderen Seite verschlossen. Gut, viele Türen. Ich frage mich, was uns das Level noch bringt oder wie weit es uns bringt. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Und ich könnte sein, dass ich jetzt das mache, was ich eigentlich... hätte vorher schon machen wollen. Ja, das macht er jetzt, ne? Genau, ich wollte mir das mal angucken. Aber wir sind quasi... Ja, der Turm, der scheint halt quasi im Meer zu stehen. So wie das aussieht. Ja, sehr geil. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Sehr cool Atmosphäre, das Level.
So, und dann müssen wir zweimal wieder hoch, bin ich der Meinung, damit wir dann das Tor können hier. Ja, er geht einmal zu weit hoch. War er sich unsicher, aber ja, wir müssen durch das Tor. Wo geht's hier eigentlich hin? Haha, die Frage habe ich im Kopf gehabt gestern und ich habe sie mir behalten. Also ich könnte hier, glaube ich, eigentlich gar nichts machen. Da habe ich mich gefragt, was da an der Wand hängt, ob das irgendwie Steinskulpturen sind, aber es sind einfach nur geschissene Moskitos. Die müssen natürlich auch gleich wieder beißen. Und das sind viele. Ein paar davon, die werden, glaube ich, auch unter der unter dem Rost, wo wir drauf rumlaufen bleiben. Also ich möchte nicht in irgendein Level kommen, wo du dann irgendwie 20 Stück auf einmal um dich hast und dann zu Tode gesaugt wirst, weil du gar nicht mit dem Schlagen und Treten hinterherkommst. Denn wenn sie dich am Körper kriegen, dann kriegen sie dich. Das haben wir ja gesehen. Die hängen dann auch an dir dran. Das hatten wir ja unten gesehen, bevor wir, als wir den Schlüssel eingesammelt hatten. Aber hier passiert nichts. Hier kommen wir einfach nur wieder dahin. Okay. Was ja eigentlich auch logisch wäre, wenn man drüber nachdenkt. Na egal. Wir gehen jetzt hier rein.